Und wie heißt dieser Planet dort? Merkur ist das. Gut. Und der große heiße Stern in der Mitte? Die Sonne. Ganz genau, schlaues Mädchen. Jetzt wird aber geschlafen. Mua. Wo ist denn Floppy? Ups, hier ist sie ja. Floppy! Ohne Floppy geht gar nichts. Mom, ich will heute Nacht für eine große schlafen und morgen früh in meinem eigenen Bett aufwachen. Du probierst es einfach. Aber wenn es nicht klappt, bin ich immer für dich da, mein Schätzchen. Okay. Träum was Süßes. Ja, natürlich. Weil heute ein besonderer Tag ist und eure Cousine Muffin hier übernachtet, dürft ihr etwas länger wach bleiben als sonst. Hurra! Wach bleiben! Wach bleiben! Muffin, wir bleiben... Ah, wow, wow, wow! Ah! In Kokosnüssen ist Kokoswasser drin. Wow, 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 wow! Wow, was ist denn mit dir los, Muffin? Oh Mann, ich fürchte, Muffin hat keinen Mittagsschlaf gemacht. Ich bin ein Lama! Idi Gamma Gada! Yum, yum! Hat sie gerade gesagt, sie ist ein Lama? Diese Folge von Bluey heißt Der Übernachtungsgast. Du stoppst Türen. Du Türstopper. Was ist denn da los, Onkel Stripe? Erinnert ihr euch, dass ihr am Tag ein kleines Schläfchen gemacht habt, als ihr kleiner wart? Ja. Und als ihr größer geworden seid, habt ihr damit aufgehört, nicht wahr? Ja, wir schlafen nur noch einmal. Genau, nachts. Tja, eure Cousine Muffin hat gerade erst damit angefangen, sich den kleinen Mittagsschlaf abzugewöhnen. Oh. Ah! Oh. Jetzt stoppt der Dad. Okay, Muffin, du musst heute früh ins Bett. Warte, nein, wir dürfen doch heute länger wach bleiben. Na ja, ich muss weg. Wow, 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 wow. Hey, Muffin. Ah! Oh. Kokosnuss. Du hast gesagt, wir müssen heute nicht so früh schlafen. Ja, das habe ich gesagt. Aber wir müssen es wegen Muffin etwas anders machen. Ihr fehlt der Mittagsschlaf. Aber du hast es versprochen. Ah! Ein Spiel. Dann ins Bett. Oh! Aufblasbare Gitarre! Oh, ich weiß. Wir spielen ein echt langes Spiel. Dann müssen wir ganz lange wach bleiben, bis es fertig ist. Ja! Ich auch! Okay, ein Spiel, dann ins Bett. Klasse. Also, welches Spiel? Restaurant! So, mein Ehemann und Sheila, wie wäre es mit einem ganz entspannten Abendessen im Restaurant? Klar doch, Spatz. Guten Abend, willkommen in unserem Restaurant. Wir sind bekannt für unseren schnellen Service. Wie viele Personen sind Sie? Drei. Sehr gut, eins, zwei. Und wo ist der dritte Gast? Wach doch auf, Sheila. Mein Name ist Bubu Babu. Bubu Babu muss ganz dringend ins Bett. Alles gut. Sie kuschelt nur gern mit Pflanzen. Wow! Ich hasse Pflanzen! Reiß dich doch zusammen, Sheila! Wir sind soweit. Tschu-tschu! Brumm! Ding! Nächster Halt, das Museum! Sheila, wir sind nicht im Bus. Hier sind die Speisekarten. Ja, ich warne Sie schon mal vor. Wir brauchen sehr lange, um uns zu entscheiden. Das glaube ich nicht. Oh, das klingt aber alles gut, Spatz. Ham! Ah! Wie? In Kokosnüssen ist Kokoswasser drin. Sheila, was machst du denn da? Lass jetzt los! Ja! Bang, 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 bang! Mein Restaurant! Das heißt nicht, dass wir fertig sind. Bluey! Vielleicht sollten wir lieber nur zur Pommesbude gehen. Kommt mit, Familie! Pommes! Pommes! Wer möchte welche kaufen? Oh, hallo! Möchten Sie Pommes kaufen? Hey! Pommes! Oh, okay, okay, ich bitte Sie. Hören Sie auf, meinen Stand zu schütteln. Wir hätten gern eine Portion Pommes, bitte. Und lassen Sie sich Zeit. Ihre Freundin sieht aus, als ob sie ins Bett gehört. Oh nein, ihr geht's gut. Wow, 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 gut, das macht dann 4 Talerscheine, bitte. Ah, wenn wir bezahlen, ist das Spiel vorbei. Was hast du denn jetzt vor, Spatz? Ich weiß was. Lauf, Sheila! Okay. Hey, halt, Dieb! Das Spiel geht noch weiter. Das ist klasse, Spatz. Polizei! Hat hier
jemand die Polizei gerufen? Ja, sie ist da lang gerannt. Halt, Polizei! Hiya! Rein zu dem Flamingo, reite los! Boah, Muffin, du bist echt richtig müde. Wow! Stillgestanden! Gut, dass Sie mich gerufen haben. Ich hoffe, sie wird hart dafür bestraft. Jetzt hört mal gut zu. Wenn eure Freundin Pommes kauft, dann muss eure Freundin die Pommes auch bezahlen. Natürlich, Polizistin. Entschuldigung, Polizistin. In Ordnung, Mädels. Ab ins Bett. Oh, das ist nicht fair. Du hast gesagt, wir dürfen lange wach bleiben. Bluey, es ist spät. Siehst du, es ist schon 8. Wir sind lange wach geblieben. Nein, nicht Hurra, Bluey. Wenn eure Cousine fast umfällt vor Müdigkeit, müsst ihr ein bisschen auf sie achten. Muffin hätte schon längst im Bett sein sollen. Seht sie euch an. Böse Polizistin! Sheila! Komm zurück! Das bedeutet aber nicht, dass das Spiel noch weitergeht. Ich komme zu dir, Flamingo! Ist alles okay, Muffin? Ich bin die Flamingo-Königin! Mach alles so wie ich. Ah, Sheila, sieh doch, da kommt die Polizistin schon. Los, mir nach. Du kriegst uns nicht, Polizistin. Bluey! Ich bin euch ganz dicht auf den Fersen. Ah! Versteck dich hier drunter, Sheila. Okay, Bluey. Da wird dich garantiert keiner finden. Danke, Bluey. Du musst ganz leise sein. Ich gucke mal schnell, ob die Luft rein ist. Ah! Gut gemacht, Bluey. Guten Morgen, Bluey. Ach, ich bin so müde. Vielleicht solltest du mal früher ins Bett gehen. Ja, wahrscheinlich, Muffin. Bluey? Ja, Muffin? Warum liegt da eigentlich ein Flamingo in meinem Schlafsack? Das ist eine lange Geschichte. Hey, Dad! Hey, Bluey! Du bist ja ein Flughund! Ja! Und wie ist es? Es ist toll, denn ich kann die ganze Zeit Obst essen. Ha, ist ja klasse. Hey, hast du meinen Spielzug gesehen? Ja, hab ich. Und wie gut war ich? So gut. Und das werde ich jetzt auf der Stelle wiederholen. Ja, na klar. Echt? Ja, ja, natürlich. Oh, klaro. Alles klar, wir sehen uns, Bluey. Kommt schon, legen wir richtig los. Ja. Bis dann, Dad. Wow. Früchte. Das ist eine Schlange. Weg von mir. Spieß. Verstehe. Karotte. Ja, du verstehst es. Guck doch mal, was er kann. Wusch. Feuer. Erwachsener. Huh? Au, mein Popo. Schnell ausmachen, schnell ausmachen. Fisch. Ja. Teller? Danke. Willst du rote Beete? Ah, danke. Banane? Ah. Vergiss nicht den Salat. Oh, der ist ausgezeichnet, Salat. Bingo. Oh, danke. Diese Vegetation. Na schön, einen Film gucken. Welchen Knopf muss ich jetzt drücken? Ah, Bruni, ich muss mich hier konzentrieren, Schätzchen. Oh, geh mal zur Seite. Ah, Mami, Grüni hat mich geschubst. Grüni, was ist denn nur in dich gefahren? Also, jeder behält seine Patschehändchen bei sich. Hehe, Grüni ist ein Kissenkopf. Windstoß, in meinem Haus wird aber niemand Kissenkopf genannt. Gute Erziehung. Knall.
Wäh, Mama, Grüni hat mich gehauen. Tja, das war ja irgendwie zu erwarten. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ja! Grüni, Schätzchen, komm endlich darunter. Ich denke, diese Kinder brauchen ein bisschen Bewegung. Wie wäre es, wenn sich alle Kinder eine schöne Runde in unserem Schwimmbad austoben könnten? Ja! Kommt mit, Kinderlein! Ha! Da! Komm sofort zurück und putz dir deine Zähne, junge Dame! Kommt schon, kommt schon! Zum Schwimmbad geht es hier entlang. Wir gehen geradeaus. Ich spiele definitiv nicht Killekrabben. Oh, wieso denn nicht? Weil ich Killekrabben nicht mag. Warum? Weil ihr Killekrabben seid. Ja, aber das ist doch das Witzige. Ja, für euch vielleicht, aber nicht für mich. Okay, Bingo, wir brauchen jetzt ein ganz ernsthaftes Bittegesicht. Ja, ernsthaft. Du musst die Ohren schön zurücklegen und ich muss ein paar ganz dicke Tränchen sehen. So ist es gut. Jetzt die hier schön festhalten. Okay, ziehen wir es durch. Was wollt ihr denn? Warum spielst du bloß nie mit uns? Was? Du bist immer nur arbeiten. Ich bin nie arbeiten. Es fühlt sich an, als würdest du uns gar nicht lieben. Das soll ein Witz sein, oder? Wie kann man seine eigenen Kinderlein denn so überhaupt nicht lieben? Oh, ich dreh noch durch. Alles klar. Hurra! Das war beeindruckend. Ihre Lippen sind blau. Ich bin immer überall blau. Louis, weißt du, ich versuche, dich aus der Wanne zu holen, ohne gemein zu sein, aber du musst mir helfen. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch die ganzen Burger verkaufen. Okay, dann nehme ich eben alle. Sehr lecker. Fertig, sie haben alle Burger verkauft. Wow. Und, kommt ihr jetzt raus? Ja. Ah, toll. Erst noch bezahlen. Hä? Mal sehen, also 100 Burger. Bup, das macht 100 Talerscheine, bitte. Aber ich habe gar kein Geld mehr. Aber wie wollen Sie denn die ganzen Burger bezahlen, die Sie gerade gegessen haben? Ach, ich sitze in der Wanne und wasche die dreckigen Teller ab. Noch mehr dreckige Teller für Sie. Danke, Boss. Ihr seid immer noch in der Wanne. Ich möchte doch nur, dass Sie lernen, eigenverantwortlich zu handeln. Ihre Lippen sind blau. Sie ist immer überall blau. So, ich ziehe jetzt den Stecker. Nein, Mom, das ist doch unser Burgerladen. Es ist schon 19 Uhr, ihr solltet längst raus sein und du solltest gar nicht erst da drin sein. Im Buch steht, Sie sollen Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie sind noch nicht mal Schulkinder. Sie kriegen es hin. Pass auf. Oh, Mann. Oh. Oh, also das ist nicht gut. Wow. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin gleich wieder zurück. Okay, ihr spielt mir den Namen des richtigen Einhorns vor und ich errate ihn. Schreiben, schreibender Vogel, Buch. Buchvogel, Buchhühnchen, ja! Nein, nicht Buchhühnchen. Hand, Finger, Fingerhühnchen. Hühnchenhand? Ist es Hühnchenhand? Oh, Mensch, warum passt du denn nicht besser auf dich auf? Entschuldigen Sie bitte, wir haben leider keine Mondregner. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es sowas gibt. Vergessen Sie den Regner, ich habe ein neues Problem. Muffin will so ein Einhorn-Dings. Die Kinder wissen welches und Sie müssen es jetzt rausfinden. Wieso fragen Sie die Kinder nicht? Hören Sie, Alfie, eines Tages verstehen Sie es. Können Sie mir bitte helfen? Ja, ich kann Ihnen helfen. Guter Mann, Alfie. Alles klar. Und Action! Sehen Sie, sie schreibt etwas. Es könnte Buch sein. Aber hier fängt keins mit Buch an. Oh, eure Mülltonne ist aber diese Woche voll. Wir hatten ein Grillfest. Herr Krähe wird morgen früh auf jeden Fall zu euch kommen. Ich werde vorbereitet sein. Gut gemacht, Bluey. Hey, Bingo. Wenn dir jemand im Kindergarten einen gemeinen Namen gibt, sagst du es Mrs. Retriever, okay? Okay, Mama. Mom, kann ich eine Vogelscheuche sein, wenn ich groß bin? Wenn du willst. Hurra! Danke, Mama! Okay, Team, wir müssen langsam los. Wie war's heute im Kindergarten? Gut und schlecht. Banjo hat mich Pupskopf genannt. Schon wieder? Und was hast du gemacht? Es Mrs. Retriever gesagt. Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, tja, Bingo, bist du da dein Pupskopf? Ich hab gesagt, nein. Und sie hat gesagt, tja, Bingo, da hast du's. Dann habe ich mit Felix im Sandkasten gespielt. Gut gemacht, Bingo. Wir werden verheiratet, wir werden verheiratet, wir werden verheiratet. Bup, 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 bup. Bitte fahrt um das Verkehrshütchen herum. Ich sagte, bitte um das Verkehrshütchen herumfahren. Oh, Ehemann, vielen Dank, dass du mich heute zu der Ballettaufführung mitgenommen hast. Immer gerne, Puppe.
Ich tanze. Wundervoll. Ganz krass, Puppe. Bluey, der Samen fängt an zu wachsen. Muffin-Schätzchen, du kannst den Schutzkragen jetzt... Danke, dass du blühst, du wunderschöne Sonnenblume. Wir lieben dich. Bis dann, Bingo. Bis dann, Bluey. Wir sind Chili. Wir sehen uns, Kinder. Wir sehen uns Donnerstag. Ich weiß es. Wir spielen einfach stille Post. Rutsch rüber, Riesendaddy. Wir tauschen den Platz. Okay, alle bereit? Bereit. Ich esse gern pinke Kekse zum Frühstückstee. Vor allem, wenn ich dabei mit dem Pferd zum Mond reite, weil ich den Mond am Morgen sehr mag. Okay, los, Mom. Was habe ich gesagt? Guten Morgen. Ich mag Mondkekse, weil sie viel besser sind als der Mond und trinke einen Morgentee. Nein. Nein, das war total falsch, Mom. Tja, was hast du denn gesagt? Oh, ich esse gern, hab's vergessen. Mach es einfacher. Ich bin dran. Alles klar, wir tauschen durch. Mom, du bleibst da. Okay. Au, au, au. Okay, Bingo, du weißt, was du zu tun hast. Oh, Mann, ich muss schnell auf die Schüssel. Oh Mann, ich muss schnell auf die Schüssel. Was habe ich gesagt? Ja, was hat sie gesagt? Und du musst es ganz laut sagen. Der Elefant hat einen langen Rüssel. Nein! Wir hätten auch noch dieses hier. Ein Computer zu viel und leider ein Bett zu wenig. Und wir hätten dieses Zimmer. Hey, also bitte ja? Oh nein, viel zu stinkig. Und dies wäre das größte Zimmer. Hier gibt es ein Bett und ein Fernseher. Oh, und da steht eine Frau in der Dusche. Wäre das okay? Ich denke, das gefällt mir. Gute Nacht. Das Kissen ist aber nicht sehr bequem. Ja, ist es. Oh, okay. Verrückter Helfer. Okay, wir sehen uns morgen früh, mein Herr. Ja, bitte sorgen Sie dafür, dass ich bis dahin nicht gestört werde. Oh, aber natürlich. Mein Helfer wird überhaupt nicht verrückt sein. Oh, das glaube ich aufs Wort. Ja! Ihr aufräumt mein Zimmer jetzt! Was? Kleiner Käfer an der Wand. Ding, ding. Niemand hat ihn richtig lieb. Ding, ding. Niemand kitzelt seine Füße. Ding, ding. Keiner macht mit ihm Quatsch. Ding, ding. Ring, ring. Oh nein, Judo ruft gerade an. Sag, ich bin nicht da. Nein, schnell verstecken. Ring, ring! Ah! Ring, ring! Bluey, wo bist du denn? Ring, ring! Stell das Telefon auf lautlos! Oh ja, gute Idee. Psst, psst. Danke, Bingo. Ah! Da bist du ja. Du bist von mir weggelaufen. Tja, und du bist von mir weggerannt. Und mich hast du einfach ignoriert. Oh ja, das hab ich. Na gut, neue Regel. Ab jetzt rennt hier keiner mehr vor irgendjemandem weg. Alles klar? Seht doch, da ist eine Nachricht von den Feen. Das ist ein Bild von Dad, wie er um unseren Briefkasten rumtanzt. Hey, warum haben Sie da grüne Stinkestriche rangemalt? Die Feen sind wohl der Meinung, dass du stinkst. Was? Sie wollen sicher, dass du einen Feentanz um unseren Briefkasten machst. Was? Das mache ich auf keinen Fall. Dad, doch, das musst du. Niemals. Macht doch, was ihr wollt, ihr Feen. Ich habe keine Angst vor euch. Ha! Seht ihr? Keine Reaktion! Bingo! Ah, die Feen haben Bingo versteinert! Das ist nur deine Schuld! Ich verfluche euch, ihr Feen! Tja, du weißt ja, was du machen musst. Oh nein! Ich hole den Lautsprecher! Oh Mann! Wieso sind denn hier so viele Leute? Hübsche Rollschuhe, Bandit! Es geht hier nicht um dich. Du musst unbedingt den Feenzauber brechen. Okay, eine Sache noch. Hey, kleine Steinbingo. Falls ich deine Gefühle verletzt haben sollte, tut mir das wirklich leid. Aber auf dem Spielplatz ist der Boden nicht so furchtbar uneben wie hier. Ah! Oh. Ist alles gut, Bluey? Mein Knie. Lass mich mal sehen.
Oh, ja, okay. Ich schneide einfach schnell das Bein ab. Nein! Was denn? Du hast doch zwei davon. Da ist der Bach. Oh, hier am Bach ist es wunderschön. Ein Stückchen weiter ist es noch viel schöner. Da habe ich als Kind auch immer gespielt. Und der Weg dahin macht Spaß. Manche Steine sind aber echt spitz. Lass dir einfach Zeit. Aber pass gut auf, einige Steine sind wackelig. Ach, das hier ist ein wackeliger Stein. Ja, das ist ein wackeliger Stein. Und die mit Grün drauf sind ganz rutschig. Ich hab Mordor geschluckt. Kann da was passieren? Ach, Dreck reinigt den Magen.